Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Klaatu's Red Army Channel. Heute sind wir wieder bei Armored Warfare dabei, AW. Und zwar, weil wir so ein bisschen, jetzt wo wir wieder angefangen haben und ja auch ein paar Videos gemacht hatten, Livestream, mal unser Fazit geben zu Armored 2019 im Prinzip. Und zwar, was sich verändert hat, positiv und negativ, und wie es zurzeit hier abläuft. Ja, und zwar, ihr kennt noch die Zeiten, ich weiß gar nicht mehr genau, was für ein Zeitrahmen das war, 2016, 2017 oder 2017 ungefähr. Da war das so, dass man hier Wartezeiten hatte, die exorbitant schlecht waren, sag ich mal. 20 Minuten hatten immer noch kein Gefecht gefunden, die hatten ja auch dieses 5 gegen 5 Fights da angeboten im PvP. Was ja durch die Spielerzahlen gemacht wurde. Das sollte kein super Gimmick sein, dass man da nicht einen ganzen 15er Trupp da bekämpfen musste. Sondern das war eigentlich nur durch die Spielerzahlen, die nicht da waren. Es war ja noch der europäische Server. Und da waren einfach keine Spieler mehr da, weil natürlich, wie man es halt kennt, Leute da am Ruder sind, die schlechte Patches oder schlechtes Gameplay raushauen. Und daher hat das alles so ein bisschen gemieden bei AW. Die Spieler waren einfach nicht mehr vorhanden und du hast bei 5 gegen 5 nicht mehr Gefechte gefunden. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen Global Operation, weil das neu war, ist noch ein bisschen was gekommen. Wo man dann spielen konnte, hat da auch eine exorbitante Wartezeit gehabt. Also Spielerzahlen europäische, ich weiß jetzt nicht, könnt mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Amis jetzt hier auch mit drauf sind, ob die extra Server hatten. Ich glaube nicht, ne? Weiß nicht mehr hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall ist einfach nichts zustande gekommen. Keine Fights mehr, nichts. Das war ein bisschen leider tot, wo das Konzept jetzt ziemlich cool ist. Man hat hier für die, die weiß, viele sagen dann wahrscheinlich, das ist nicht so ein arcade-lastigen Panzerspiel, so wie World of Tanks. Und man will aber zukünftige Fahrzeuge zocken, denn war natürlich AW die Anlaufstelle, weil Zweiter Weltkrieg, schockt World of Tanks persönlich ja auch nicht mehr so. Wenn ich Zweite Weltkriegs die Panzer spielen will, dann zocke ich zum Beispiel War Thunder. Ist aber halt auf Simulationsbasis bezogen, dieses Spiel. Was natürlich auch interessanter macht. Aber wenn ich halt dieses Lebensbalken runterschießen haben möchte und dann auch mal modernen Tanks, dann kam man eigentlich an diesem Spiel gar nicht vorbei. Das war auch in aller Munde damals, ne? Ja, und diese Zeiten sind aber Gott sei Dank jetzt vorbei mit diesen Spielerzahlen, weil die haben ja den russischen Server jetzt hier zusammengetan mit unseren und dadurch kommen jetzt wieder die richtigen 15, 15 PvP-Fights zum Beispiel, nur um eins zu nennen, einfach wieder zusammen. Also gut, es kommt immer auf die Tageszeit auch drauf an. Man wird nicht zu jeder Tageszeit da schnellen Fight haben oder manchmal wird es auch gar nicht geben. Das ist es auch so, aber Primetime so für die Casual Gamer ist es möglich zu zocken und auch nicht zu gering, sage ich mal, das Spiel zu spielen. Ja, das ist natürlich so, der Schritt war natürlich wichtig, um das Spiel noch zu retten. Sonst wäre da das komplett ausgestorben. Die hatten ja eine PS4 ein Release gehabt, wo ich sagen muss, da hat man auch gar keinen PvP-Fight gefunden. Soll aber auch noch ein anderer Entwickler andere Leute noch dran gesessen haben, dieses Spiel da veröffentlicht haben. Also ist natürlich MyCom und so gewesen. Aber da waren andere dabei, die das denn da. Die haben nichts mit der PC-Version jetzt, mit aktuellen Patch der PC-Version zu tun, zum Beispiel. So war es auf jeden Fall gesagt. Weiß auch nicht hundertprozentig.
Aber gut, das ist halt hier, jeder versucht, was überall sein Geld zu machen. Deswegen hat man es auch auf PS4 da und Xbox denn released. Den aktuellen Stand weiß ich jetzt nicht. Ich habe da mal reingeguckt. Das macht auch Spaß mit PS4, komischerweise. Aber wir wissen jetzt den aktuellen Stand, wissen wir da jetzt nicht so, wie das jetzt ist. Ja, und das Problem ist halt jetzt auch, das Matchmaking, also man findet wieder Fights, aber es sind halt russische Spieler. Und natürlich hat man nichts gegen Russen, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt an mehreren Fights so selber gesehen und man im Live-Chat hier sieht man immer so das Geflame gegen die, was nicht unberechtigt ist. Und zwar gerade der Global Operation Modus, der wo man ja halt gewisse Punkte einnehmen muss. Also man muss Capture the Flag zum Beispiel, also man muss Punkte einnehmen. Es geht nicht bloß ums Abknallen. Klar, man muss sich verteidigen und man muss die Leute da wegschießen, dass man in den Punkt einnehmen kann. Andersrum genauso. Aber das wird halt hauptsächlich zum Snipen genutzt, das ist die Global Operation. Von diversen, vielleicht auch nur PvP-Spielern, die halt ihren Panzer ein bisschen mehr schneller hochleveln wollen und da dann halt nur am Rand denn sind und snipen halt. Zum Beispiel die Leute nicht aufdecken, zum Beispiel Kleinpanzer, die höhere Sichtweite haben, die Leute da aufdecken könnten, müssten weiter vorfahren natürlich. Die sind aber nicht vorhanden, weil sie hinten stehen, weil sie warten, bis die denn kommen. Ja, man sieht dann halt keine Sonne, hat man manchmal richtig beschissene Fights. Wo teilweise die Reparaturkosten nicht mal mit drin sind. Gut, ja, wenn man jetzt, wir hatten jetzt Premium-Geschenke gekriegt, bei uns war das nicht so das Problem. Aber man hat schon richtig beschissen Fights. Dann gibt es natürlich wieder normale Fights, wo das wirklich Spaß macht, wo es ausgeglichen ist. Also man hat so, ich sag mal so 50-50 Fights. Wo es mal richtig gut läuft. Und, ja gut, 50-50 kann man nicht sagen, so 35% läuft scheiße, sage ich mal. Ne? Und dann hat man wieder so ausgeglichen, da war man halt unterlegen, fair und war ganz cool und man hat gewinnt halt und es gibt halt diese schlechten Fights, wo dann halt nur rumgepimmelt wird. Das ist aber leider auch beim PvP genauso. Man hat ja Leute, die überhaupt nicht wissen, was da Phase ist. Ich habe das schon erlebt, da haben 13 von den Feinden überlebt. Und wie waren denn weg? Weil die sich aufgeteilt haben, Scheiße gebaut haben. Man kennt's also die. Ich weiß nicht, ob die nur eine Gaudi machen hier in dem Spiel. So drauf geschissen, wollen ein bisschen trollen oder so. Man kriegt auch übrigens, muss ich noch schnell mal sagen, bei Global Operation, wenn man zum Beispiel dieses Bombensignal einnimmt, um jetzt einen Bombenangriff zu starten. Wenn man da zuerst da war, wurde man schon von irgendeinem Russen dann hinten in den Arsch geschossen, brennt, der wollte uns dann abknallen, damit er da zuerst ran kann und dann da voll den Strike macht. Hatte bei dem aber nicht geklappt, weil der Gegner ihn da erwischt hatte, aber ist eigentlich schon so eine Sauerei, ne? Ja, und mir kommt das so vor, ob das so ein bisschen, ob die sich dann wie die Gaudi, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so blöde sein kann. Also ich glaube, das wird ja alles so nicht ernst genommen hier von gerade den russischen Spielern, ne? Weiß es nicht. Es gibt auch bestimmt andere noch, die das alles, die sich ärgern werden, dass da solche von denen gibt. Ich weiß es nicht. Und der Ruf dann halt ruiniert ist, aber oft gesehen, also ist leider so ein bisschen der Nachteil. Es gibt auch gute Fights, da sind die arbeiten hier wirklich zusammen. Da hat man richtig geile PvP-Fights, was ja auch wieder dann das Spiel Prinzip auch oder die Spielzeit wieder aufwertet, sodass man nicht rausgeht, frustriert. Also es gibt so und so. Leider hat man dann wieder so ein, ja gut, ist ein Kackfight jetzt wieder. Da hat man genau die richtigen wieder im Team oder im Gegnerteam, ich weiß es nicht. Da läuft es halt dann mal einmal schlecht und einmal wieder sehr gut. Also, ja. Und diese Leute sieht man leider auch im PvE, ne? Also gerade, wenn man frühs online war, sieht man oft denn. Zum Beispiel hier die, wie heißt der Fight? Wir gucken mal rein. Und zwar heißt es hier Arabian Nights, ne? Wo man ja dann, wenn man wieder verdoppeln muss, dann richtig viel gut Kohle kriegt. Das ist halt eine Operation, die dann auf Hardcore läuft. Ab 9 und 10.
Oder überhaupt, wenn man PvE auf Hardcore jetzt spielen möchte, da sind die dann auch drinne. Zocken halt so einen kleinen Kackpanzer, so ein kleines Ding, was sofort kaputt geht, können da gar nicht mit umgehen irgendwie. Oder zocken hier im Battletank. Und verrecken sind irgendwo, man weiß ja, man bleibt da zusammen bei den Positionen, damit man sich da verteidigen kann. Die hängen da hinten rum oder sind schon über der Brücke rüber, die das spielen. Die es kennen, sage ich mal. Diesen Monat wissen wir, welchen zweiten Kapitel, was ich jetzt genau meine. Ja, und der fehlt denn halt zum Beschuss auf den Gegner. Und man kriegt Schaden und man hat schon den Reparaturtool hier verbraucht. Und weiß, man wird es bei der Endphase, die ja erst die schwierige wird, wo man denn da sich dann verteidigen muss, also den Punkt enthalten muss, das nicht mehr überleben wird, weil der da. Der kackt da hinten auch ab. Das ist ja so wie Amen in der Kirche. Der kackt da auch ab, weil er überhaupt nicht weiß, was er tun soll, wo er sich da positionieren soll und was weiß ich, ne? Der ist denn tot. Denn da ist die ganze Runde manchmal sogar komplett. Man hat ein bisschen Credits gemacht, weil man ja halt den Premium gerade laufen hat. Wenn nicht, hat man Minus eingefahren, weil der zu blöd war teilweise. Da hat er keine Erfahrung eingenommen, es ist verschenkte Zeit gewesen, weil man so eine Trottel dabei hatte. Und das findet man oft, die sind dann halt, weil sie da nichts gefunden haben an Global Operation. Frühs zum Beispiel gehen in so eine Fights rein, hast du die dann wieder und dann denkst du wieder, na gut, das wird wieder in die Hose gehen. Also, die nehmen das meiner Meinung nach nicht ernst. Jeder, der gerade bei unserem Clan und so, kann da ein Lied von singen, die da schon länger jetzt wieder im Fight da drinne sind. Also bei AW wieder online sind, die kennen das und können da noch ganz andere Geschichten erzählen. In jedem Modi. Gerade ich persönlich, ich spiele gerne mal auf Global Operation, auch PvE und sowas. Aber so das Hauptinteressante, wo ja der Nervenkitzel bei ist, ist für mich trotzdem immer noch der Klassiker der PvP. Weil man halt das Fahrzeug nur einmal hat und dann drauf geht. Also man muss aber nicht taktisch agieren, dass man ein Fahrzeug behält. Und dadurch, ärgert es manchmal ein bisschen. Aber manchmal hat man auch richtig gute Fights und es macht ab und zu dann wirklich wieder Spaß. Also ich, so 50-50 ist das, sag ich mal, ne? 50-50 ist da so. Ist halt unterschiedlich, sag ich mal. Gut, das hat man auch bei War Thunder, oder hat man auch manchmal so Trottel-Teams, das darf man auch nicht vergessen. Aber hier kommt mir das so vor, dass die Russen halt die Gaudi machen wollen, irgendwie. Die Leute, die irgendwie verscheißern wollen. Ich habe keine Ahnung, was die für Probleme haben. Bei Star-Konflikt weiß ich gar nicht. Gibt es eigentlich, ist es sogar anders, glaube ich. Da gibt es so richtig gute Spieler, die von russischer Seite kommen. Ist ja auch ein russisches Spiel. Ist ja auch ein russischer jetzt Entwickler jetzt dran, sage ich mal. Ne? War Thunder ist ja auch, ist ja Star-Konflikt eigentlich. Ist ja bloß der kleine Bruder von War Thunder zum Beispiel. Ist ja geile Spiele. Wirklich coole Spiele sind das. Ne? Aber wie gesagt, die Spieler manchmal da. Da weiß ich nicht so richtig, was man davon halten soll. Aber da muss man halt mit umgehen. Es ist leider so. Ja, wie gesagt, der große Vorteil, um jetzt mal ein bisschen weiterzukommen im Text hier, das Herausstellungsmerkmal ist hier halt wirklich die viele Spielmodi. Halt gerade, wie gesagt, der Global Operation Modus. Wenn man die Karten halt kennt, wird es irgendwann auch langweilig, sage ich mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist vorhanden. Wie gesagt, er wird missbraucht zum Snipen halt. Nicht um das, was man da machen will eigentlich. Aber er ist immer so cool. Man hat die ganze richtig Abwechslung zwischen PvP, Global Ops und zum Beispiel dem PvE-Modus, der ja ziemlich stark ist hier in dem Spiel. Und meiner Meinung nach ist ja auch, weil man hat hier noch ein paar Wartezeiten manchmal noch. 5 Minuten ist teilweise selten, wenn ich jetzt zu einer Hauptspielzeit komme. Also 5 Minuten habe ich noch gar nicht gehabt, was man erwarten muss. Es war damals so und dann hat man dennoch keinen Fight gehabt und so. Aber das ist jetzt alles und du hast 15 Fights, super klasse. Ich sehe diesen PvE-Modus, aber leider als Problem, weil hier dieses Spiel ja trotzdem ja weniger Spielerzahlen hat als diverse andere Spiele. Macht dieser PvE-Modus halt auch das alleinige. Ein Klassiker, PvP oder die Global Operation. Da fehlen halt die Spielerzahlen. Man sieht's,
Auch es sind sofort Leute, die immer im PvE dabei sind, da braucht man nicht lange warten. Ja, das macht dir vielleicht Spaß, aber ist ein Online-Spiel halt. Sonst kann ich mir irgendwie einen Singleplayer irgendwie kaufen oder so. Mal macht das ja auch Spaß, aber das Problem ist halt, meiner Meinung nach, ist ja bloß meine Meinung, dieser PvE nimmt halt Spieler weg, die denn halt vielleicht mal bei einem PvP-Fight interessant wären oder bei Global Operation, um die schneller zu finden, die Fights. Auch gerade bei dem Low-Tier-Bereich. Ich glaube, die zocken auch mehr Low-Tier. Also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so. Man sieht an den Wartezeiten so, dass wirklich im High-Tier-Bereich die meisten Spieler sind halt. Unten ist alles nur so, die so meinen Panzer mal hocheiern wollen da oder so. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade, weil sollte alles abgedeckt sein. Vielleicht sind diese Spieler dann halt auch mehr im PvE im Gange oder es gibt die auch gar nicht mehr in diesen Tier-Bereichen so viel. Das wäre auch mal interessant, mal kleinere Dinger mal wieder zu spielen. Aber wie gesagt, ich sehe immer jetzt hier an den Wartezeiten so, dass wir im High-Tier-Bereich da die meisten Leute haben, was ein bisschen schade ist. Und wie gesagt, in der PvE, meiner Meinung nach müsste der PvE-Modus so ein bisschen gestoppt werden für eine gewisse Zeit irgendwie. Aber es ist nur meine Meinung, dass man vielleicht nicht mehr, ja, soll ich sagen, dass da gewisse Zeiten das nicht spielbar sein darf oder sowas. So eine Stunde Pause oder sowas. Und das jetzt wieder, dass man gegen andere Spieler wieder spielen muss. Das wäre mal eine Idee zum Beispiel, um die PvP und Global, also alles, was PvP gegen andere Spieler ist, halt, um da halt die Wartezeiten, um die ganze Community ein bisschen mehr zusammenzubringen. So ein bisschen, weil. Die PvE wird ja auch irgendwann, meiner Meinung nach, irgendwann langweilig. Der hat dann die gleichen Karten und alles. Das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt jede Woche ein neues System da reinkommt, ein neues Setting oder neue Sessions oder sowas, ne? Daher zwischendurch mal interessant, aber wie gesagt, das ist aber auch bloß meine Meinung. Das kann jeder andere natürlich anders sehen. Ich sehe das bloß jetzt halt durch die Spielerzahlen, das Problem, sage ich mal, dass das nicht so gut ist, dass es das jetzt so aktiv gibt. Gerade. Aber wie gesagt, es ist ja besser geworden. Aber das Problem ist halt wieder, wie ich ja gesagt hatte, die Russen hier wieder können das ja durch ihre Spielweise auch wieder gegen andere Spieler wieder kaputt machen. Sodass die Leute keinen Bock mehr haben denn auf PvP und Co., weil die dann halt da irgendeine Scheiße machen. Und das kann auch wieder schlecht werden. Ja, das ist leider so der Nachteil gerade, ne? Ja, wie gesagt, sonst die Spielmechanik ist natürlich okay. Also, wie gesagt, es gibt hier Panzerabwehrsysteme, also Raketenabwehrsysteme, die funktionieren, die auch so im echten Leben auch funktionieren, so mit Hardkill. Wenn man sich zum Beispiel wundert, dass zum Beispiel unser Panzergeschoss abgefangen wird, das kann Hardkill. Die das haben es gut. Und auch so die Hitpoints. Also man kann durch den Turm, wenn man halt eine genaue Kanone hat, kann man die durchdringen. Eine Unterwanne kommt auf die Durchdringungszahl an. Also ich hatte da jetzt nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr durchschießen konnte oder sowas. Oder wenn, hatte ich halt eine schlechte Penetration. Der Panzer war halt vorne stark, da muss ich mir halt was einfallen lassen, muss ich auf Hotspots zielen und so. Das funktioniert. Bei World of Tanks zum Beispiel habe ich ja zum Beispiel gehört, das funktioniert gar nicht. Man braucht Goldmuni, um durchzukommen. Also diese ganzen Panzerungselemente, das und das hält das aus. Diese ganze Dynamik funktioniert da wohl nicht. Einen fetten Panzer kriegst du eine, wenn du Goldmuni dabei hast, alles dann Quatsch, erzähl ich ja nichts Neues. Das ist. Deswegen wundert mich auch so, dass die viele auch an World of Tanks so hängen. Teilweise sehe ich bei Team Krado, da wird das eigentlich nur zum Verarschen noch gestreamt. Aber die wissen, das ist totaler Kack und ja, aber warum streamen sie denn das denn halt, ne? Also klar, die wollen eine Gaudi machen da, wie schlecht es momentan ist, aber es gibt ja auch viele Spiele, die halten da dran, ne? Klar, die haben vielleicht auch viel Geld ausgegeben für das Spiel. Aber wenn ich jetzt damit nicht mehr einverstanden bin, dann spiele ich sowas doch nicht mehr.
Und diese Dynamik, also wo es funktionieren sollte, hat AW. Das funktioniert, meiner Meinung nach funktioniert das hier. Diese ganzen Schadensmodelle und so. Ne? Ich prall ab zum Beispiel, Einschlagwinkel, gut, manche sagen, hey, was ist das für ein Quatsch? Aber wenn ich das bei World of Tanks sehe, da, dass da gewisse Spots gar nicht durchschlagen werden können, was eigentlich sein sollte, und naja, ihr kennt das. Und daher, Spielmechanik hier funktioniert. Also, Spotfunktion, alles. Gut, ich wünschte mir vielleicht noch wieder eine Arti wieder in PvP wieder. Vielleicht kommt das ja nochmal, mal gucken. Aber sonst ist das hier alles vorhanden. Die Grafik ist okay. Ich finde, da könnte es auch mal ein Update geben hier mit der. Also ich glaube, das habe ich sogar gehört. Da gibt es irgendwann mal ein Update mit der Performance. Also nicht mit der Performance, sondern mit der Engine irgendwie. Würde mal was gemacht werden, weil, wenn man sich so sieht, so. Also, er ist hier auf dem Stand von WoT. Würde ich jetzt behaupten. Oder vielleicht noch besser durch die CryEngine. Aber ich hätte das gern so, dass man das hinkriegen würde, so, dass das so detailreich ist wie bei Warthunder zum Beispiel. Das wäre extrem cool, wenn das irgendwie. Es kommt immer von der Engine drauf an. Ich weiß nicht, ob da. Aber wie gesagt, da soll irgendwann mal was kommen. Da gibt es mal irgendwann ein Update drüber, glaube ich. Sind sie dabei? Kommt immer natürlich auch an, wie oft wird das Spiel gespielt, gekauft und so weiter. Das wissen wir alles noch nicht. Ja, was gibt's noch zu sagen? Zu Warfonda. Ja. Ich glaube, das war's sogar alles. Genau, dann gibt's hier noch die Ausbeute, da will ich noch zum Schluss noch was erzählen. Mit dem Reddit-technisch. Wir haben auch viel geschenkt gekriegt, hier Kisten, die man freispielen kann und sowas. Also. Viele, die Mauzeiten dabei waren, haben viele Geschenke auch gekriegt hier an Kisten und sowas, ne? Wo so halt Premium-Zeit drin haben. Man konnte auch durch Kisten, wenn man gewisse Anweisungen macht, auch ein Premium gewinnen und alles sowas. Ich bin hier der Meinung, dass das Credit-technisch hier gar nicht mal so schlecht. Wenn ich hier zum Beispiel, ich setze in Vergleich, also ich glaube, über World of Tanks. Da dauert das schon eine ganze Weile, bis man da irgendwie mal was credit-technisch nächsten Panzer oder den Upgrade da kaufen kann. Hier geht das eigentlich. Das ist. Bin da jetzt nicht unzufrieden oder so. Ich kann mir die Panzer kaufen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon. Wir haben einen 10er, wir haben zwei 9er. Wir haben jetzt einen 8er. Ein paar Mal verkauft, weil wir ein bisschen oben weiter mehr arbeiten wollten. Und es ist alles kaufbar. Und. Das Leistung und Geldverhältnis jetzt hier, ne? Was für Leistung man verbringt und Geld, ist hier okay, würde ich jetzt behaupten. Klar, das soll ja alles auch nicht immer so schnell gehen, aber wie gesagt, ich gucke mir also zum Beispiel noch War Thunder an, da teilweise machst du ein Minusgeschäft, du musst Premium haben, um, wenn du jetzt nicht der beste Spieler bist. Weil gerade im realistischen Modus halt, dann ist man schon gleich raus, sag ich mal. Mit einem Schuss, was ja auch richtig ist, aber man hat nichts verdient. Die Reparaturkosten steigen, das Ding kann nicht mehr repariert werden, wir können den Panzer nicht mehr nutzen. Müssen dann irgendwann auf den Low-Panzer wieder gehen, um überhaupt Geld mal wieder reinzufarmen. Und du wirst da teilweise, ist meiner Meinung nach, richtig gezwungen dazu, da irgendwie. Golden Eagles, also die Premium-Währung, Gold und Premium-Zeiten zu kaufen, um da überhaupt aus dem Arsch zu kommen. Natürlich ist das Angebot weitaus besser bei War Thunder, ne? Hubschrauber, Pipapo, alles. Das ist schon ein extrem großes Spiel, aber wie gesagt, wenn man jetzt diese Panzerpart so sieht, hab ich da wirklich, ich hab's wirklich mal auf PC gespielt. Es ist grafisch geil, es macht auch so in Zeiten Spaß, hat man aber halt wirklich erfahrene Spieler. Auch auf PS4 haben wir es getestet. Dann sieht man da keine Sonne halt. Und dann geht man da halt unter. Teilweise haben auch gewisse Munis gebounced, die totaler Quatsch sind. Die hätten durchschlagen sollen. Also da war das Schadensmodell sowieso irgendwie auch nicht richtig. Gerade mit meinem T26 EDA. Super Pershing. Was ein Graus. Den konnte ich da nicht mehr. Den konnte ich nicht spielen. Der hat so schlaffe Panzerung gehabt. Keine Durchschlagskräfte. Komischerweise irgendwie, ich konnte nur seitlich, aber die waren nicht so blöd und haben sich da seitlich gezeigt teilweise. Also es war wirklich sehr selten, mal schnell draußen. Und
Ja, wie gesagt, und geldtechnisch war da immer scheiße. Und hier ist es okay, würde ich behaupten. Daher zu 2019, War Thunder, Armored Warfare. Es ist spielbar. Es macht Spaß. Es ist ja free to play. Man sollte vielleicht mal, gerade wenn man so der World of Tanks Spieler ist, hier vielleicht mal, wenn man dann halt auf die moderne, vielleicht andere wollen, vielleicht auf die alten Sachen setzen, so wie die Zweite Weltkriegs Panzer da. Aber die jetzt moderne Panzer gar cool finden, so wie ein Leo, wie ein Abrams und so weiter, T90. Und so dieses arcade-lastigere Spiel spielen möchte, der ist hier bei dem Ding. Es gibt, glaube ich, nichts, was da in dem Multiplayer-Bereich angesiedelt ist, existiert. Und der sollte hier vielleicht mal dem eine Chance geben. Einfach mal testen auf jeden Fall. Es macht wirklich Spaß. Es ist frustrierend, aber ich glaube, es ist bei jedem Spiel so. Es hat seine guten Zeiten, seine schlechten Zeiten. Das hat aber auch jedes verdammte Spiel so. Das ist einfach nochmal so. Und vielleicht gibt es irgendwann noch mehr Andrang. Das Spiel kommt wieder irgendwann. Es sind jetzt wohl Leute dran, die da wirklich jetzt wieder mehr Ahnung von haben, bei der Programmierung. Und es wird ja auch gefragt, was man sich am meisten wünscht. Mehr PvP, mehr PvE, Szenarien. Also man geht da jetzt mehr auf die Community ein. Wie gesagt, man kannte ja noch sowas wie German Warfare, die YouTuber und sowas. Und Motility, die machen da alle nichts mehr drüber. Weil ja halt da sich nicht. Naja. Nicht zu Hause gefühlt haben mehr, ne? Aufgehoben gefühlt haben mit den Community-Managern. Das ist jetzt, denke ich mal, anders. Weil wir haben mit einem auch schon mal gesprochen. Erik wird es wissen. Und deswegen, so die Ausblicke scheinen da schon wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Und das soll es auch gewesen sein, erstmal. So mein Fazit 2019. Ist das Spiel noch was? Oder sollte man die Finger von lassen? In-game was zu kaufen, würde ich trotzdem immer im Spiel erstmal wirklich eine lange Zeit durchtesten, bevor ich Geld ausgebe. Weil, wie gesagt, Leute, klar, man will das Spiel unterstützen, aber man hat dann vielleicht auch noch mehrere Spiele, wo man da und da mal und das summiert sich alles. Testet das Spiel erstmal, wenn ihr wirklich sagt, Mensch, ich finde das so geil. Und möchte da über Jahre mal ein bisschen was machen. Und im Outfit rein. Viele suchen auch schon mal hier im Live-Chat, da kann man nochmal gucken. Ich möchte da ein bisschen längere Zeit verbringen. Dann kann man das gerne machen, aber wenn man bloß kurzfristig mal irgendwas leveln möchte und dann irgendwie zu viel Geld auf dem Konto hat, wie gesagt, guckt euch erstmal das Spiel an und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Und es gibt ja auch viele, man kann ja auch Premium gewinnen und so durch Free-to-Play. Wie gesagt, Spiele finanzieren sich halt nur durch, dass Leute mal was kaufen. Ich habe ja auch schon mal Geld ausgegeben, natürlich. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Dass sowas jetzt hier nicht umsonst ist, sag ich mal. Um die weitere Entwicklung muss man ja auch ein bisschen gucken. Wenn man halt auf das Spiel jetzt hier, wenn man das halt gespielt hat und man ist da jetzt nicht so geil drauf, man findet es jetzt nicht so toll oder hat vielleicht andere Sachen, die man lieber machen möchte, der sollte vielleicht da noch kein Geld ausgeben. Erst mal gucken, ob das für einen was ist. Ne? Dann kann man sich ja kann man diese Entscheidung treffen. Und ich würde auch die überteuerten Angebote, wenn es halt mal wirklich mal Pakete für 99 Euro, so eine Scheiße würde ich leider, muss ich mal ganz ehrlich sagen, verzichten, weil das kostet halt viel Geld. Ihr werdet das sehen, das summiert sich, denn wenn man dann mehrere so eine Pakete oder dann, ja, man hat jetzt einmal 99 Euro ausgegeben und dann gibt man eins hier für ein Premium da, 20 da, 40. Man gar nicht mal das Überblick und dann hat da mal locker mal 1000 ausgegeben für das Game. Das sollte man nun wirklich mal, wenn man das Spiel wirklich gut mag. Und es muss ja auch nicht sein, es gibt genug Konkurrenzpanzer, die man nicht freischalten kann. Also klar, ihr könnt mal 5er, 10er alles mal reinstecken und so, aber übertreibt es halt nicht mit den Geldern, das ist alles Quatsch. Und das soll es auch gewesen sein, es war ziemlich lang wieder, aber ich wollte so ein bisschen auch entschlüsseln hier, wie man das jetzt so findet. Armored Warfare gerade 2019, dass sich doch extrem jetzt wieder verbessert hat. Man kann es wieder zocken, es macht Spaß.
Guckt einfach mal rein und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Erklärt es mit Ami und AW.